Okay, er hätte einfach sagen können, gebt mir bitte 60 Goldmünzen, dann treffen wir uns beim Turm und ich zeige euch, was da so passiert. Aber nein. Na gut, das ist das Wirtshaus. Schauen wir doch da mal rein. Bevor wir uns zu dem Turm begeben. Ein Händler wäre auch nicht schlecht. Wenn das Dorf denn überhaupt einen Händler hat. Horgan Stoneblade. Ihr seid schon eine lustige Bande von Helden. Ich habe ein Abenteuer für euch. Ich bin Horgan Stoneblade und lebe derzeit in der Zitadelle Abbar. Gut gesprochen. Von welchem Abenteuer sprecht ihr? Wahrhaftig ein glorreiches Abenteuer. Habt ihr vielleicht von Durlaks Turm gehört? Ja, eben gerade. Ja, ich habe davon gehört. Das ist ein verhexter Turm südlich von hier, nicht wahr? Der Freund meines Großvaters spukte darin zeitweilig umher. Er drehte durch, versteht ihr? Durlak Trolltöter war ein Zwergenheld von großem Ruhm. Er erlegte eigenhändig unzählige Drachen. Ja. Mein Großpapa war ein guter Freund von Durlak. Gemeinsam erlebten sie viele Abenteurer, bis mein Großvater vor einigen Jahrhunderten frühzeitig starb. Sprecht weiter. Mein Großpapa wurde von einem bösen Dämon erschlagen, doch Durlak überlebte. Durlak behielt einen Dolch, den Dolch des Seelendiebs, der meinem Großvater gehörte. Er wollte ihn meiner Mutter senden, doch er wurde verraten. Ist eine traurige Geschichte das. Nachdem Durlak diesen Turm gebaut hatte, wurde seine Familie von Doppelgängern ersetzt. Durlak tötete sie alle, doch wurde er dabei verrückt. Ja, das muss auch ganz schön übel sein. Er umgab seinen Turm mit Schutzwällen und vergaß den Dolch meines Großvaters. Als ich die Geschichte als junger Mann hörte, ging ich selbst, um den Dolch zurückzuholen. Doch die von Durlak gestellten Fallen trieben mich zurück. Wenn ihr Interesse habt, würde ich euch gerne anheuern, um den Dolch des Seelendiebes meines Großpapas, mein Geburtsrecht, zurückzuholen. Einige frühere Abenteurer haben es geschafft, zumindest ein Stück weit in den Turm vorzudringen. Ich denke, die Gefahr sollte nicht mehr gar zu groß sein. Was meint ihr? Na gut, da wir ja eh schon zu dem Turm wollen und Dolche nicht ganz so unsere Waffengattung sind, nehmen wir das doch mal an. Wenn ich kann, werde ich euren Dolch finden. Dann wünsche ich euch viel Glück. Ich werde hier auf eure Rückkehr warten. Das ist doch praktisch, dass wir gleich zwei Aufträge quasi auf einmal haben. Auch wenn die Ich Führung nicht weiß, wirklich ein was Auftrag ihr ist, ne? wollt. Wie wär's So, mit ein bisschen? Schankwirt, was habt ihr anzubieten? Ja, man kann hier kaufen und verkaufen, das ist doch schon mal gut. Aber er hat. Doch, er hat magische Sachen. Schön, schön. Bum, 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 bum. Bum. Ein paar Kugeln noch. Die brauchen ja zwei Charaktere, deswegen müssen wir die öfters kaufen. Auch wenn ich eigentlich keine Kugeln mehr kaufen wollte, dafür habe ich extra den Mod installiert. Aber dass man die höher stacken kann. Oh, 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 oh. 8000 Goldmünzen nur noch. Das geht ja gar nicht. Schutz vor Blitzen. Bannzauber. Dieser Zauber bietet vollständigen Schutz vor elektrischen Angriffen, wie Drachenatmen oder magischen Angriffen wie Blitzen. Den nehmen wir mit. Blitzpingpong ist eine ganz böse Sache. Versetzungsumhang. Vier gegen Geschosswaffen, zwei gegen Rettungswürfe. 3900 Goldmünzen. Kriganz Harfe, Unsichtbarkeitsring. Grünstein-Amulett. Dieses Amulett bietet dem Träger Schutz gegen Bezauberung, Verwirrung, Furcht, Herrschaft, Gedankenlesen, Gesinnungserkennung, Festhalten, Betäubung, Schlaf und Schwachsinn. Ähnlich dem Magierzauber des achten Grades Gedankenlehre. Die Schutzwirkung bildet jedoch eine Ladung bei jeder Verwendung und hält nur eine Runde an. Klingt trotzdem praktisch, aber wir haben momentan nicht so viel Gold. Für das Gold kaufe ich lieber den Umhang und noch einen Stab für Jahira. Oh, oder auch nicht. Also nur den Umhang. Und den bekommt auf jeden Fall Düna hier. Weil sie ist so schnell tot, wenn mehrere Leute auf sie schießen. Und Imuen kann sich jetzt in den Wolf verwandeln durch den Umhang. Und wir brauchen unbedingt Gold. Jede Menge Gold.
So. So, das war nur eine Bürgerliche, die hat nichts wirklich Wichtiges zu sagen. Dann gehen wir doch mal raus hier und schauen uns diesen Durlax-Turm an. Ja, das machen wir auch. Ich habe von euch gehört. Ihr habt ein merkwürdiges Auftreten. Und ich kann euch ganz schön weit. Und ich kann auch ganz schön weit gehen. Ich kann euch brauchen. Was sagt ihr dazu? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, ob ihr der seid, der ihr vorzugeben seid. Tragt euer Anliegen vor, dann werde ich es wissen. Vernünftig. Ihr mögt der sein, der ihr scheint. Dennoch muss ich euch testen, um mich eurer Art zu vergewissern. Ich möchte euch um etwas bitten, und zwar, dass ihr einen Gegenstand zurückholt, den ich vor einiger Zeit verlor. Ihr werdet von diesem Ort an einen anderen gesandt, und wenn ihr erfolgreich seid, werdet ihr zurückkehren dürfen. Einfach genug, wenn ihr mich fragt. Aber das trifft heute schließlich auf die meisten Dinge zu. Es handelt sich um einen Umhang, den ich am falschen Ort liegen lasse. Könnt ihr ihn mir holen? Erspart ihr mir einen anstrengenden Abend? Was meint ihr? Ja, ein bisschen skeptisch sind wir schon. Also fragen wir mal, warum wollt ihr, dass ich diesen Auftrag ausführe, wo ihr doch selbst mehr als fähig dazu zu sein scheint? Es gibt noch andere Dinge, die meine Aufmerksamkeit verlangen. Deshalb ist es besser, wenn ihr geht. Außerdem kenne ich euch nicht. Und dies ist eine gute Gelegenheit zu sehen, wessen Geistes Kind ihr seid. Ich weiß ja bereits, dass ihr mehr als warum, als am Gewinn interessiert seid. Werdet ihr das tun? Nicht jetzt. Ich muss mich erst darauf vorbereiten. Ja, wir wollen nämlich erstmal zu Durlaks Turm. Deswegen gehen wir auch ganz schnell aus dem Dorf hier raus, bevor uns noch irgendjemand anspricht und wir noch eine Aufgabe bekommen. So, abspeichern. LP65 Addon. Na? So, jetzt seid ihr alle da. Jetzt können wir endlich runter zum Turm. Da, Durlax Turm. Gibt's hier wenigstens ein Intro? Jupp. Man merkt, dass Addon ist ein bisschen neuer als Baldur's Gate 1. Ich wollte gerade sagen, eigentlich fehlt jetzt noch ein dramatischer Blitzstrahl und der kam genau in dem Moment. Aber gut. Ich sollte meinen Augen eine Pause gönnen. Und kaum sind wir angekommen, schon sind alle müde. Ist ja nicht so, dass hier ein interessantes Abenteuer auf uns wartet oder so. Nein, wir wollen schlafen. Aber gut, hochheilen ist vielleicht keine schlechte Idee. So, wie schaut's mit den Zaubern aus? Wir gehen in einen Turm. Das wird eng sein, es wird viele Fallen geben. Brauchen wir alles nicht. Gift verlangsamen, ja, ist eine gute Idee. Fallen finden kann Immuen. Flammenschwert habe ich bisher fast nie benutzt, also nehmen wir dafür mal Personen oder Menschen, Tiere bezaubern. Ja. Gewitter werden wir nicht brauchen. Dafür nehmen wir, was ist das? Tiere festhalten. Ja, vielleicht. So ein paar Wildtiere werden sich da schon rein verlaufen haben. Und das war's bei ihr. Düna hier braucht keine Identifikation, die braucht nur ganz viel Schaden. Identifizieren können wir auf unserem ersten Trip zur Stadt. Also ich denke mal, wir werden da öfters reingehen, ein bisschen was leer machen und dann wieder raus und wieder rein und wieder raus und wieder raus und wieder raus. So, ne? Denke ich jedenfalls mal. So, was klopfen? Klopfen kann da bleiben, ja. Und das ist soweit auch okay. Ja, dann schlafen wir noch mal. Und sprechen wir den Dieb an oder nicht?
Ja, natürlich. Er hat sich ja schon angeboten, uns hier ein bisschen rumzuführen. Schlachtenschrecken, Ghoul, Schlachtenschrecken. Das klingt nicht sehr motivierend. Aber ja, er meinte zwar, er kennt sich hier aus und nur mit ihm werden wir schaffen, was wir aber für geflunkert halten. Aber vielleicht hat er denn noch ein paar nützliche Informationen. Habt ihr etwas gesagt? Tretet ruhig näher. Willkommen im wunderbaren neuen Zeitalter der merkantilistischen Expansion, meine Damen und Herren. Ein wunderbares neues Zeitalter, in dem selbst der Tod noch zu Geld gemacht wird. Super. In dem Geld aus dem Schrecken gemacht wird, meine armen Kinder, Geld aus Verlust und Schmerz und Sehnsucht, Geld aus zerstörter Schönheit und befleckter Ehre, Geld aus dem Wahnsinn eines Mannes. Nun, meine lieben Voyeure, fragt nicht, was ihr für mich tun könnt, sondern was ich für euch tun kann. Also er hat uns gerade beleidigt. Was könnt ihr für mich tun? Ah, Selbstsüchtiger, ihr fragt direkt und ohne Umschweife. Das ist keine falsche Pietät in eurer aufgeblähten... Was? Da ist keine falsche Pietät in eurer aufgeblähten Seele verborgen. Nun, wenn ihr fragt, ich bin ein Verkäufer des Zynismus und ein Händler des Unheils. Okay. Wenn ihr euch so darauf versteift habt, euch selbst in diesem krötenähnlichen Felssturm zu verlieren, kann ich dabei helfen, sicherzustellen, dass ihr nicht das ganze schöne Geld mitnimmt. Was? Achso, er will uns Sachen verkaufen. Die Pfeile könnten nützlich sein, aber davon haben wir noch genug. Allzu viel Gold haben wir auch nicht. Der wird noch interessant später. Haben wir irgendwas, was wir nicht mehr wirklich brauchen? Also ja, wir haben jede Menge Sachen, die wir nicht wirklich brauchen. Aber haben wir auch Sachen, von denen ich mich trennen will? Nö. Das ist auch wieder nichts Neues. Die ganzen armen Seelen, die sich hineinwagen, erwartet nur der Tod. Gebt euer Geld aus, solange ihr könnt. Denn wenn der Morgen kommt, verblasst das heute. Ja, also er bietet sich wirklich nur als Händler an, er macht keinen Schritt vorwärts und er hat uns auch nichts erzählt über den Turm. Also was da jetzt gefährlich sein könnte und dergleichen. Na gut, dann müssen wir uns halt alleine vorwagen. In dem Intro haben wir so ein Zugtor gesehen. Danach schauen wir doch mal jetzt hier unten. Oh, das sind da wohl die Düsterschrecken. Gerugon, lauf mal einen Schritt zurück, weil die sind recht stark. Sogar ziemlich stark. Und Düne hier hätte vielleicht doch nicht ihre Blitze verlernen sollen. Aber gut, das kann man ja nicht wissen. So, so, so. Okay, wer ist das? Wo ist Minsk? Schwerer Zauber gleich. Du kannst schon mal schießen. So. Minsk darauf. So. Die kann man lähmen. Das ist Furcht. Okay, probieren wir Furcht und du probierst ganz schnell die Stabilisierung aus. So. Oh, keiner ist gestorben in der Pause, das ist doch schon mal gut. So, Stab der Lähmung. Ihr drei prügelt alle mal. Oh, ich habe den vorher angegriffen, oder? Ene, mene, mu. Ja, ich glaube, der war's. So, also sie benutzt die Lähmung, sie benutzt die Furcht, auch wenn bei Untoten das wahrscheinlich nicht funktioniert, aber eine Chance ist es wert. Denn wenn die weglaufen wäre, würden wir das super. Und du einfach mal deinen... Obwohl, naja, dein Bogen macht mehr Schaden als eine magische Kugel. Und ja, dann schauen wir mal. Ah, die Lähmung hat funktioniert, das ist super. Du heilst ihn, du heilst ihn. Und du machst Schaden auf den, der nicht gelähmt ist. Ihr greift alle den an, der nicht gelähmt ist. Und du solltest da weggehen. So, schnell einen Trank trinken und wieder rauf da. Dina hier, du nicht. Shahira meine ich. Und den Stab benutzen auf den. Und du machst schon mal auf Vorrat eine neue Lähmung in die Richtung da. Jupp, das war der eine. 4000 Erfahrungspunkte. Ja.